Sabine von der Wellness- und Fitness-Lounge. Schön, dass du da bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir üben Yoga heute zusammen und ich freue mich vor allem, dass du gesund bist, um hier mitmachen zu können. Die Yoga-Praxis, die ich heute mitgebracht habe, beschäftigt sich hauptsächlich mit unserem Brustkorb, mit Offenheit und Weite im Herzraum. Und es sollte dir möglich sein, nach der Stunde richtig elastisch, mit einem elastischen Brustkorb tief und voll ein- und ausatmen zu können. Wenn du deine Playlist noch anmachst, bitte für die Sequenz des Ankommens, etwas Ruhiges. Die ganze Stunde ist relativ ruhig, insofern brauchst du keine kraftvolle Musik. Und auch für Shavasana dann eine schöne, ruhige Musik, die dich nicht ablenkt. Du brauchst eventuell eine Decke, um deine Knie zu polstern im Laufe der Stunde. Und dann schalt doch bitte deine Playlist an und dann fangen wir an. Und zwar heute im Liegen. Leg dich auf deine Matte, stell die Füße mattenbreit auf, lass die Knie zusammenfallen und deine Arme zunächst mal seitlich am Körper liegen. Schließ hier deine Augen und komm erstmal an auf deiner Matte. Bei dir. Atme durch die Nase ein und aus. Ohne den Atem zu beeinflussen, wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann mach das jetzt bitte. Nimm die Teile deines Körpers wahr, die den Boden berühren. Die Fußsohlen. Dein Gesäß, der untere Rücken, die Schulterblätter, welche Teile der Arme berühren den Boden und der Hinterkopf. Bleib ganz weich und lass los mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr. Lass auch deine Gesichtszüge ganz weich werden. Tiefer locker. Die Sterne faltenfrei. Entspann die Haut auf der Schädeldecke. Nimm dir noch zwei, drei Atemzüge. Und nimm jetzt deine rechte Hand auf deinen Bauch. Nun atme ganz bewusst in deine rechte Handfläche. Spüre bei der Einatmung, der Nabel sich hebt, die Bauchdecke rund wird. Atme bewusst in den Bauch. Einatmung hebt sich der Bauch, mit der Ausatmung sinkt er. Jetzt nimm deine linke Hand und platziere sie auf deinem Brustbein und lass den Atem zunächst in den Bauch fließen und atme dann weiter ein und spüre, wie sich das Brustbein in deine linke Handfläche schiebt. Und ausatmend lass einfach los. Wenn die Ujjayi geläufig ist, dann kannst du diesen rauschenden Atem gerne ersetzen.
in den Brustraum und lässt ausatmend los. Noch einen Atemzug auf diese Weise. Zum Abschluss nimm mal beide Hände rechts und links auf deine unteren Rippen und versuch mal mit der Einatmung richtig fest hier in deine Handflächen zu atmen und die Wirbel aktiv auseinander gehen zu lassen. Die Rippen, nicht die Wirbel natürlich. Du atmest ein und schiebst die Rippenbögen in deine Handflächen. Spür, wie viel Raum du hier hast. Noch zwei mehr. Atme ein, mach die Rippenbögen weit und lass los mit der Ausatmung. Noch einmal. Und lösen. Bring die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Kehr zu deiner natürlichen Atmung zurück. Spür mal, wie sich das jetzt anfühlt. Wo Wärme entstanden ist. Vielleicht kannst du weit im Brustraum, im Herzraum spüren. Und dann atme hier ganz natürlich ein und mit der Ausatmung lass die Knie nach rechts fallen. Einatmend zurück zur Mitte und ausatmend nach links. Einatmend zurück zur Mitte, ausatmend wieder nach rechts und du kannst den Kopf zur Gegenseite mitnehmen. Mal ausatmend die Knie sinken lassen, den Kopf zur Gegenseite drehen. Und kannst auch die Augen noch geschlossen halten. Und weg die Wirbelsäule auf. Bring da ein bisschen Bewegung rein. Noch einmal zu jeder Seite. Und komm einatmen, zurück zur Mitte. Öffne deine Augen und stell die Füße ein bisschen näher ans Gesäß, sodass du mit den Händen noch den Fingerspitzen deine Fersen berühren könntest. Die Füße sind so weit voneinander entfernt, dass noch ein dritter Fuß dazwischen passen könnte. Arme liegen locker neben deinem Körper. Für die Schulterbrücke mit der nächsten Einatmung drück deine Fußsohlen um die Stelle des Hinterkopfes, der den Boden berührt, fest in die Matte und heb einatmend dein Becken nach oben. Lass die Oberschenkel parallel und ausatmend versuch Wirbel für Wirbel wieder zum Boden zu kommen. Wenn die nächste Einatmung kommt, heb das Becken und lass vielleicht die Arme mit nach hinten kommen. Ausatmend alles wieder zurück Richtung Matte. Einatmen, heben. Arme lang. Ausatmen, senken. Noch drei mehr. Ein und aus.
Atme noch einmal ein, heb Becken und Arme. Und jetzt lass dein Becken gehoben, drück die Fußsohlen fest in den Boden, atme fließend weiter und bring nur die Arme zurück nach vorne. Stell sie im 90-Grad-Winkel auf, lass die Schulterblätter noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Und dann drück die Ellenbogen, die Oberarme fest in die Matte, heb dein Becken. Atme fließend. Fünf Atemzüge. Ein, ausatmen, eins. Atme ein, ausatmen, zwei. Atme ein, ausatmen, drei. Atme ein, heb dein Becken, ausatmen, vier. Noch einmal ein. Und ausatmen. Bring das Becken zur Matte. Greif mit beiden Händen an deine Knie. Als nächstes üben wir Apanasana und den umgedrehten Tisch. Die Arme sind gestreckt, die Füße weg von der Matte. Du atmest hier ein. Und mit der Ausatmung ziehst du sanft deine Knie Richtung Bauch. Ganze Luft darf entweichen. Und mit der Einatmung streckst du Arme und Beine in den umgedrehten Tisch. Ausatmen. Nah heranziehen die Knie. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Und sanft den unteren Rücken schaukeln. Einatmen, umgedrehter Tisch. Noch drei mehr. Aus, Apanasana, ein, der umgedrehte Tisch, die Schulterblätter sind hier am Boden, aus, ein, noch einmal aus, komm noch einmal in den umgedrehten Tisch, lass jetzt die Beine gestreckt. Und nimm deine Hände mit den Handflächen nach unten unter dein Gesäß. Und vielleicht noch ein bisschen anheben. Gut. Heb jetzt deinen Kopf an und atme hier vorbereitend noch einmal aus. Mit der nächsten Einatmung bring dein rechtes Bein bis kurz vor die Matte zum Boden. Dein Kopf darf ablegen. Und ausatmen, beides wieder anheben. Ein das linke Bein. Kopf darf ablegen, Bein bleibt in der Luft. Und ausatmen. Ein andere Seite. Aus Bein heben und Kopf heben. Ein. Und aus. Wenn dir das nicht anstrengend genug ist, dann kannst du auch mit beiden Beinen gleichzeitig arbeiten. Ein Bein genügt allerdings völlig. Noch zweimal jede Seite ein und aus nach oben. Ein und aus. Einmal noch jede Seite. Stell die Füße wieder auf, lass die Knie zusammenfallen, die Füße sind mattenweit. Und wir kümmern uns mal ein bisschen um unseren Schultergürtel. Und dazu hebst du beide Arme gestreckt nach oben an, die Handflächen gucken sich an und die Arme bleiben mal parallel. Und jetzt heb die Schulterblätter vom Boden weg, atme ein und dann lass sie ausatmend in die Matte fallen. Atme ein, heb raus und aus. Ein, patsch zurück. Ein, patsch. Ein und aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus.
vielleicht ein bisschen schneller. Auch deine Atmung darf hier schneller werden. Und langsamer werden. Handflächen aneinander. Lass die Handflächen zusammen und beginne hier mit kleinen Kreisen, die gern größer werden dürfen, in eine Richtung. Eine Schulter hebt immer ab, die andere rührt in den Boden. Ja, mach hier, wie es dir gut tut, auch gern ein bisschen kleiner. Und wechsle auch mal die Richtung. Kleine Kreise, große Kreise. Deine Schulterblätter werden richtig schön durchgebalgt. Damit auch hier Weite entstehen kann. Gut, komm langsam in der Mitte an. Und dann leg die rechte Hand auf den linken Ellenbogen, die linke Hand auf den rechten Ellenbogen. So, das hast du vor dir, wenn du hier durchguckst durch deine Arme, so ein Viereck, atme ein. Und mit der Ausatmung zieh den rechten Ellenbogen nach rechts, der linke Arm streckt sich ein bisschen und es entsteht eine Art Raute vor dir. Der linke Schulterbereich erfährt eine schöne Dehnung. Atmest ein, kommst zurück zur Mitte und ausatmen. Die Dehnung entsteht in der rechten Schulter. Ein, zurück zur Mitte, ausatmen. Ein, zurück zur Mitte, ausatmen. Ein, Mitte, jede Seite noch einmal. Ein, zurück zur Mitte. Und nochmal nach links bewegen. Und zurück zur Mitte. Löst die Hände. Zieh deine Knie ran, nimm die Hände unter die, in die Kniekehlen, unter die Knie und beginne hier ein paar Mal zu schaukeln, bis du nach oben in den Sitz kommst. Gut, was du jetzt brauchst, ist vielleicht eine Decke zum Polstern. Du kommst bitte in den Fersensitz und manchmal ist es ganz angenehm, wenn hier der Fußspann gepolstert ist oder auch gerne die Decke hier zwischen die Fersen und das Gesäß legen. Ja, mach es dir hier so angenehm wie möglich. Und dann guck, dass du hier kein Hohlkreuz hast, versuch den unteren Rücken lang zu lassen. Dann heb den rechten Arm und leg die Hand zwischen den Schulterblättern ab. Leg die linke Hand auf den rechten Ellenbogen. Atme ein. Und ausatmend beug dich nach links. Bleib hier. Deine ganze rechte Seite öffnet und erfährt Weite. Atme fließend weiter. Einmal vollständig ausatmen und einatmend zurück zur Mitte kommen. Andere Seite. Linker Arm streckt sich, die linke Hand kommt zwischen die Schulterblätter, die rechte Hand geht auf den Ellenbogen. Atme ein und ausatmend beug dich nach rechts. Atme in die linke Flanke . Nimm noch einen vollständigen Atemzug hier . Komm einatmend zurück zur Mitte . Leg deinen Kopf in deine Handflächen . Dehn die Ellenbogen weit zur Seite, mach die Mitte fest,
Achte auf einen langen unteren Rücken. Und jetzt heb dein Herz. Die Ellenbogen gehen zur Seite, dehnen fest zur Seite. Und du hebst dein Herz. Nach vorne oben, der Nacken ist lang, der Kopf gestützt durch deine Hände. Und wieder lösen. Komm in einen Vierfüßler. Vielleicht brauchst du hier die Decke für deine Knie. Hab ein bisschen Platz nach vorne, denn wir kommen jetzt zu Anahata, der Herzöffnung. Dafür lässt du dein Becken über den Knien und du kommst auf deine Fingerspitzen. Krabbelst hier so weit wie möglich nach vorne und hebst den Kopf, schaust zu deinen Fingerspitzen. Auch da ist wieder ein Herzöffner. Du lässt dein Brustbein Richtung Matte sinken. Bleib hier. Wenn es dir eng in den Schultern wird, musst du vielleicht die Hände ein bisschen weiter Richtung Mattenrand bewegen. Bleib hier noch 3 Atemzüge. Einatmen, ausatmen 1. Einatmen, ausatmen 2. Einatmen, ausatmen 3. Und dann komm wieder zurück nach oben, nimm die Decke raus, komm jetzt wieder in einen Vierfüßler und wir kommen in unseren ersten nach unten schauenden Hund. Schau, dass die Zeigefinger parallel liegen, drück die Fingerballen in die Matte und die Fingerspitzen. Stell die Zehen auf, in etwa hüftweit. Komm in eine neutrale Position mit den Schultern, Arme gestreckt, die Ellenbogen, Innenseiten schauen sich an, drehen nach vorne. Atme ein hier und mit der Ausatmung kommst du in deinen ersten nach unten schauenden Punkt. Und hier bewegst du dich erstmal. Ja, wie es dir gut tut, die Fersen heben, Fersen senken, ja, vielleicht mal die Schultern wieder nach vorne bewegen, abwechselnd die Fersen heben oder beide Fersen gleichzeitig heben und senken. Ja, vielleicht mal die Knie zur Seite, ja, was sich für dich gut anfühlt. Gut, und dann beug hier nochmal deine Knie. Schau, dass deine Hände richtig auf der Matte liegen. Dann lass die Ohren wieder zwischen die Oberarme und heb deine Sitzbeinhöcker noch ein bisschen mehr raus in Richtung Decke und dann versuch die Beine ein bisschen mehr zu strecken. Atme vollständig aus hier und mit der Einatmung schieb die Schultern über die Handgelenke und du kommst in die Planke. Ausatmen, nochmal in den Hund. Einatmen, in die Planke. Ausatmen in den Hund, der nach unten schaut. Einatmen, Planke. Noch einmal in den Hund. Und dann komm in die Planke und bleib hier. Und wenn deine nächste Ausatmung kommt, dann leg Knie, Brust und Kinn auf der Matte ab. Erde den ganzen Körper. Atme ein, komm in eine kleine Kuh. 5-mal. Einatmen, kleine Kobra. Ellenbogen nah am Körper. Ausatmen, 2. Einatmen, Kobra. Schulterblätter ziehen nach unten. Ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Lass den Po ganz locker. Ausatmen. Drück dich nach oben und nach hinten. Nimm die Arme mit nach hinten und komm in Balasana, die Kindsposition. Versuche die Stirn zu erden, Gesäß auf die Fersen zu bringen.
Wenn es dir nicht gelingt, die Stirne zu erden, mach dir gern ein, zwei Fäuste, wo du die Stirne ablegen kannst. Und auch deine Knie kannst du gerne weiter auseinander machen, wenn sich das für dich im unteren Rücken besser anfühlt. Schau mal, was gut ist für dich und bleib hier ein paar Atemzüge. Atme ganz bewusst in deinen Rücken. Atmung findet nicht nur vorne statt. Und jetzt hast du hier mal die Möglichkeit, ganz bewusst in den freien Rücken zu atmen. Nimm noch einen Atemzug. Und komm dann mit der nächsten Einatmung langsam wieder nach oben. Wir kommen nochmal in einem Vierfüßler. Wenn du möchtest, nimm die Decke und polster dir deine Knie. Von hier heb dein rechtes Bein und schieb über die Ferse schön nach hinten. Ja, versuch die Zehen nach unten Richtung Matte zu bewegen. Dadurch levelt sich dein Becken. Du drehst nicht auf. Jetzt nimm den linken Arm dazu. Vorsicht, wird wackelig. Atme fließend weiter und zieh dich fest auseinander. Die rechte Ferse schiebt nach hinten und du ziehst diagonal über den linken Arm nach vorne. Und es kann durchaus ein bisschen zittern. Das macht auch nichts. Dann weißt du, dass du was tust. Jetzt beug dein rechtes Bein gehoben an und greif mit der linken Hand an deinen rechten Fußspann. Ja? Und dann drückt der Spann in die Hand, spreizt die Zehen und dreh beide Schultern nach hinten. Ja, die Schulterblattspitzen wollen zueinander. Bleib hier. Atme fließend weiter. Noch einen Atemzug und löse. Nimm jetzt den linken Fuß lang nach hinten, schieb über die Ferse. Dreh die Zehen wieder nach unten, dass sich das Becken levelt. Rechter Arm dazu. Zieh diagonal lange auseinander. Mach die Körpermitte fest. Und jetzt winkel dein linkes Knie an. Greif den Spann mit der rechten Hand. Spreiz die Zehen und drück fest den Spann in die Hand. Atme fließend. Bring die Schulterblätter zusammen. Und wieder lösen. Für den nächsten nach unten schauen. Und drück dich nach oben, hinten. Atme aus. Bleib hier für drei Atemzüge. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Atme ein, komm in die Planke. Ausatmen. Zum Boden. Einatmen. In die Cobra. Ausatmen. Komm in den nach unten Schattenhund. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du dein rechtes Bein. Das Becken bleibt geschlossen. Zehen drehen zur Matte. Ausatmen, tief. Atme ein, nun das linke Bein heben.
halten und wieder tief mit der Ausatmung. Heb nochmal das rechte Bein und lass jetzt die Ferse Richtung Po sinken. Dreh die Hüfte auf und schau mal unter deinem linken Arm durch, ob du deinen rechten Fuß schon sehen kannst. Drehe die Hüfte auf. Zurück zur Mitte. Komm wieder in den Hund, der nach unten schaut. Andere Seite. Heb dein linkes Bein. Ferse geht zum Gesäß. Drehe das Becken auf. Schau unter deinem rechten Arm durch und wink mal deinen rechten Fuß, beziehungsweise der rechte Fuß winkt dir. Dreh die Hüfte noch mehr auf. Komm zurück zur Mitte. Nimm die Knie zum Boden und komm in den Kniestand. Gerne hier wieder eine Decke verwenden, um das Knie zu polstern. Der rechte Fuß geht mal weit nach vorne für Anjaneya Asana. Schieb dein rechtes Knie über dein rechtes Sprunggelenk. Das linke Bein ist lang und du spürst eine schöne Dehnung in der linken Leiste. Nimm die Arme nach oben, leg den Kopf in deine Hände und sinke noch ein bisschen tiefer, heb dein Herz. Und heb die Arme. Noch einmal einatmen hier. Und ausatmen. Hände tief. Und der rechte Fuß, der geht bis zur Mattenaußenseite. Ja, stell ihn so leicht aufwärts, die Zehen leicht nach rechts. Und dann kommt nochmal eine Etage tiefer auf deine Unterarme. Heb den rechten Unterarm oder die rechte Hand weg vom Boden und drück ganz leicht an dein rechtes Knie. Der Fuß kippt auf die Fußaußenkante und du drehst dich auf. Rechte Schulter dreht nach oben, der Blick geht mit. Die Schultern sind in einer Linie. Und wenn du noch ein Stück weiter gehen magst, dann hol dir mal deinen linken Spann und zieh den mal richtig schön Richtung, die Ferse Richtung Gesäß. Da steht eine schöne Dehnung im Oberschenkel und du drehst gleichzeitig. Ausatmend wieder zurück zur Mitte, löst den rechten Fuß, komm in den Kniestand. Der linke geht nach vorne, krabbel ruhig noch ein Stückchen weiter vor, dass du eine schöne Dehnung auf der rechten Seite spüren kannst. Richte dich auf, erstmal den Kopf in die Hände betten, Nacken lang lassen und dein Herz heben. Ellenbogen gehen weit nach außen. Sink noch ein bisschen tiefer in dein linkes Knie. Und streck die Arme, wenn du magst, nach oben. Bis in die Fingerspitzen Spannung halten. Die Handinnenflächen gucken sich an. Und lösen. Hände gehen tief. Der linke Fuß geht an die Außenkante der Matte. Die Zehen schauen so leicht nach links außen. Und dann kommt doch noch mal ein Stückchen tiefer, wenn es dir möglich ist. Auf die Unterarme. Intensive Hüftöffnung, Leistendehnung. Ja, du kannst das alles auch auf den Händen machen. Musst nicht auf den Unterarmen sein. Jetzt in die linke Hand an dein linkes Knie. Ganz sanft zur Seite drücken. Der linke Fuß, der dreht auf die Außenkante und du drehst die linke Schulter nach oben. Ja,
in eine Linie. Bleib hier oder geh noch ein Stückchen weiter. Hol dir deinen rechten Spalt. Nimmst du mal ran, dass du eine schöne Dehnung spürst im Oberschenkel und dann dreh. Atme fließend weiter. Atme noch einmal vollständig ein. Und wenn die nächste Ausatmung kommt, dann löse. Nimm die Decke zur Seite. Komm über den Vierfüßler nochmal in den Hund, der nach unten schaut. Atme hier nochmal vollständig aus und einatmen. Lauf nach vorne. Schließ die Füße, beug gerne die Knie, greif deine Ellenbogen, lass den Nacken ganz locker und komm hier in Uttanasana, die stehende Vorbeuge. Du kannst hier alle Spannung loslassen, durch den Mund ausatmen. Und richtig so die Lippen arbeiten lassen. Oder du schaukelst ein bisschen hin und her. Ganz leicht, schau mal, was dir gut tut. Und dann atme noch einmal vollständig aus. Und mit der nächsten Einatmung leg die Hände an deine Schienbeine. Streck die Beine, soweit es dir möglich ist. Der Blick geht direkt vor dir hier auf die Matte. Die Schultern ziehen nach hinten unten. Die Schulterblattspitzen wollen zusammen. Atme hier nochmal aus. Und mit deiner nächsten Einatmung löst die rechte Hand. Und dreh auf nach rechts. Atmest ein. Atmest aus. Zurück zur Mitte. Einatmen. Links aufdrehen. Ausatmen, zurück zur Mitte, lang machen, einatmen, aufdrehen rechts, ausatmen, einatmen links, jede Seite noch einmal, einatmen rechts, dreht auf, der Blick folgt, einatmen links, dreht auf, ausatmen, zurück zur Mitte, beugt die Knie. Nimm die Hände in die Hüfte für den Stuhl. Die Füße sind noch geschlossen und du hebst die Arme und kommst in den Stuhl. Dann versuch nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu kippen hier und bleib hier. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Du kannst auch mal zu den Händen gucken. Einatmen. Ausatmen. Vier. Noch ein mehr. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Komm zurück in Tadasana. Atme ein. Komm in den Stuhl. Atme aus. Komm in die Vorbeuge Uttanasana. Gerne die Knie beugen. Einatmen über den Stuhl, nach oben, in Tadasana, ausatmen. Ein, Stuhl, aus, Vorbeuge, ein, in den Stuhl, Tadasana, aus. Zwei mehr, ein, aus, Vorbeuge, ein, über den Stuhl, aus, Tadasana. Noch einmal. Ein, Stuhl. Aus, Vorbeuge. Ein, über den Stuhl. Tadasana. Komm noch einmal in den Stuhl. Schließ die Hände vor deinem Herzen. Daumen hat Kontakt zum Brustbein. Und wir kommen in den gedrehten Stuhl. Atme hier ein. Ausatmen geht der linke Ellenbogen an das rechte Knie. Versuch die Knie wieder auf eine Höhe zu bringen. Und dann dreh hier.
Nimm den Blick so weit mit, wie es dir angenehm ist im Nacken. Und bleib hier noch 3 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen über den Stuhl. Tadasana aus. Andere Seite. Ein in den Stuhl. Bring die Hände vor dein Herz. Atme hier ein. Und ausatmen, 3 nach links. Rechter Ellenbogen als Hebel an dein linkes Knie. Und dreh mit der Ausatmung. Die Daumen bleiben an deinem Brustbein. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen über den Stuhl nach oben. Ausatmen, Tadasana. Schließ für einen Moment deine Augen hier. Dreh die Daumen nach hinten. Beruhig den Atem. Und mit deiner nächsten Einatmung öffnest du deine Augen und kommst in eine richtig schöne breite Grätsche. Die Fußaußenseiten sind parallel zu deinen Mattenkanten. Drück immer schön den Großzehenballen in die Matte, denn wir tendieren gerne dazu, hier so auf die Außenkante zu klappen. Und das wollen wir nicht. Nimm die Hände in die Hüfte, Schultern zurück, atme ein. Atme aus, bring den Oberkörper parallel zum Boden. Blick geht zum Boden. Du setzt die Fingerkuppen auf, langer Rücken oder deine Handflächen. Ja, spür mal, wie sich die Sitzbeinhöcker weiten, wie die auseinanderstreben. Spann die Beine an, drück den Großzehenballen in die Matte. Nacken ist lang. Jetzt park deine linke Hand auf deinem unteren Rücken und dreh zum linken Bein. Die rechte Hand greift an dein Knöchel oder an deine Außenkante vom Schienbein, je nachdem, wo du hinkommst. Und jetzt lehn dich weg von deinem Bein. Dreh die linke Schulter nach oben, der Blick darf mitgehen. Der linke Arm kann nach oben gehen. Feste Beine, 5 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Komm zurück zur Mitte. Mach den Rücken lang und park die rechte Hand auf deinem unteren Rücken. Linke Hand auf die rechte Seite, Knöchel, Schienbein. Lehn dich weg vom Bein, dreh die rechte Schulter nach oben. Der rechte Arm darf nach oben zeigen. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Setz die Handflächen in der Mitte auf. Atme ein, mach den Rücken lang. Schieb die Sitzbeinhöcker nach hinten oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung darfst du hier mal rund werden. Vielleicht kannst du die Krone deines Kopfes ablegen auf der Matte. Wenn nicht, dann hänge in der Luft, alles gut. Fest die Füße in den Boden. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände zur Seite an die Knöchel geben. Und dann bleib hier 3 Atemzüge noch. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Mit der Einatmung erstmal die Hände aufsetzen, den Rücken lang machen. Dann nimm die Hände in die Hüfte und komm mit einem langen Rücken der nächsten Einatmung
nach oben. Und von hier setz dich auf deine Matte, gerne ein bisschen erhöht. Erstmal beide Beine nach vorne ausstrecken, gerne das Sitzfleisch so ein bisschen von den Sitzbeinhöckern lösen. Wenn du keine Decke brauchst, ist das auch völlig in Ordnung. Dann hol dir mal dein linkes Bein heran und lass es zur Seite klappen. Nimm beide Arme nach oben, greif die Ellenbogen, atme ein und beug dich mal nach links. Ausatmen hier, einatmen, ausatmen, beug nach rechts, einatmen, zurück zur Mitte. Löst die Arme und die linke Hand, die geht jetzt gleich mal an die Außenseite deines rechten Fußes. Du darfst gerne das Knie ein bisschen anbeugen, wenn das dann für dich besser gelingt, oder die Hand an den Unterschenkel nehmen. Schau mal, was da für dich geht. Die rechte Hand, die schiebst du jetzt unter dem linken Arm durch und packst die hier auf dein linkes Knie. Atme ein und mit der Ausatmung guck unter deinem linken Arm durch und beug dich nach vorne und dreh nach links. Und hier bleiben. Der rechte Fuß ist geflext. Atme fließend ein und aus hier. Noch einen Atemzug hier halten. Und dann löst die rechte Hand vom Knie und bring sie an die freie Seite deines rechten Fußes, so überkreuzt unter dem linken Arm, greifst du die Innenseite deines rechten Fußes, die Innenkante, und ausatmend beug dich tief über dein ausgestrecktes rechtes Bein. Lass los im Nacken, in das Stirn, die Nase Richtung Knie sinken. Und wir bleiben hier 5 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Heb dich mit der nächsten Einatmung nach oben zum Sitzen. Und wir kommen hier gleich in den Drehsitz. Das linke Bein, der linke Fuß überkreuzt das rechte Bein. Das darf ruhig so ein bisschen zur Mitte geschoben werden. Ja, wenn du eine andere Drehsitzvariante machen möchtest, dann ist es gut, mach das. Der rechte Arm schlingt sich um dein linkes Knie. Atme ein, heb dein Herz und atme aus, dreh nach links. Die linke Hand findet Kontakt zum Boden und richte dich hier ein, flex den rechten Fuß, bleib hier für 5 Atemzüge, Schultern tief einatmen, ausatmen, 1. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen, 2, dreh mit der Ausatmung, einatmen, ausatmen, 3, einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5, dreh einatmen, den Kopf zurück zur Mitte, der Oberkörper folgt, mal kurz zur Gegenrichtung drehen. Und die Haltung auflösen. Hol dir dein rechtes Bein nah ran und klapp es zur Seite. Greif hier nochmal die Ellenbogen, atme ein, ausatmen, beug nach rechts. Einatmen, ausatmen, beug nach links.
Atmen zurück zur Mitte. Löst die Arme. Der rechte geht an die Außenseite, an die Außenkante vom linken Fuß. Die linke sucht das Knie. Atme ein und mit der Ausatmung dreh dich hier nach rechts. Schau unter deinem rechten Oberarm durch. Es macht nichts, wenn das linke Bein so ein bisschen gebeugt ist. Aber flex den Fuß. Und spür diese wundervolle Dehnung der rechten Seite im Rücken, ganze rechte Flanke entlang. Atme noch einmal vollständig aus. Und dann löst die Hand vom Knie und nimm sie an die Außenkante vom linken Fuß und beug dich tief, Janushirasana, auf der linken Seite. 5 Atemzüge, einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3, einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5, einatmend. Nach oben kommen, hol dir dein rechtes Bein für den Drehsitz. Linker Arm um dein rechtes Knie, atme ein, richte dich auf, ausatmend, dreh nach rechts. Nimm den Kopf mit, das Kinn eher tiefer zur rechten Schulter, mit sie nach oben recken, ja, einen schönen langen Nacken. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Und mit der Einatmung drehst du zurück nach vorne. Löst die Haltung auf. Dann bring mal beide Fußsohlen aneinander. Schieb die ruhig ein bisschen weg von deinem Körper, noch ein Stückchen zurück. Und dann halte ich hier an den Füßen fest. Und sink hier einmal ganz locker, ohne Ziehen und Zerren, nach vorne in Baddha-Konasana. Die Ellenbogen können hier auf die Unterschenkel, auf die Knie so ein bisschen drücken, aber mach da keinen Stress. Bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge. Und dann heb den Oberkörper einatmend an und mach dich bereit für Shavasana. Wenn du eine Decke hast, dann kannst du die gern benutzen, so ein paar Minuten, wenn man liegt, kann man doch ziemlich auskühlen. Und dann mach es dir bequem auf deiner Matte. Ja, schau, dass deine Nase, dein Brustbein und dein Nabel in einer Linie sind. Dann lass locker, lass los, lass die Füße zur Seite klappen. Ganz schwer. Die Arme liegen abgewinkelt vom Körper, sodass ein bisschen Luft an deine Achselhöhlen kommt. Schließ deine Augen und atme durch die Nase ein und aus. Beine ganz schwer, das Gesäß schmilzt in den Boden. Nimm wahr, welche Teile deines Rückens den Boden berühren.
Die Arme lang und entspannt, die Finger ganz natürlich gekrümmt, ohne Spannung. Der Nacken lang und entspann dein Gesicht tiefer, die Zungenspitze weg vom Gaumen, die Stirne, alles ganz sanft und weich. Und dann spür deinen Atem kommen und gehen, ohne ihn zu beeinflussen. Ohne etwas zu verhindern. Er fließt ganz natürlich. Und dann bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung. Zähle bei der Einatmung 1, bei der Ausatmung 2. Und versuch mal, ob du bis 10 kommst, ohne abgelenkt zu werden. Wenn du bei 10 bist, dann beginne wieder von vorne. Wenn du spürst, dass du abgelenkt bist, dass andere Gedanken sich dazwischen drängen, dann nimm das freundlich zur Kenntnis, ärgere dich nicht, beginne wieder bei 1. Lass die Aufmerksamkeit los von der Atmung. Bring sie einmal auf zu deiner Körperrückseite. Alles, was den Boden berührt, nimm gleichzeitig wahr. Spür deinen Körper. Spür, wo die Matte beginnt. Nimm dich wieder wahr, hier auf deiner Matte, in deinem Zimmer. Und beginne ein bisschen tiefer ein- und auszuatmen, ein bisschen bewusster. Die Lungen zu füllen. Beginne dann mit kleinen Bewegungen. Größer werden lässt. Oder du weißt selber, was dir gut tut. Räkeln, strecken, klein machen, Knie anziehen, zur Seite gehen. Einfach mal bewegen, die Knie kreisen. Und dann komm schließlich über die Seite
nach oben. Nochmal in einen Sitz deiner Wahl. Schließ die Hände vor deinem Herzen. Senk nochmal die Stirn zu deinen Fingerspitzen. Für einen kleinen Moment nach innen schau. Wie geht's dir jetzt? Lass ein Lächeln entstehen auf deinen Lippen. Heb den Blick, öffne deine Augen. Namaste. Bis hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.